Servus und willkommen zum nächsten News-Video. Und zwar hat Creative Assembly den nächsten Total War-Titel angekündigt, namens Three Kingdoms. Und er wird im mittelalterlichen China spielen. Hammergeil. Und ich würde sagen, wir schauen uns den Trailer mal an und danach werde ich euch noch ein paar Informationen erzählen, die ich bisher so zusammentragen konnte. Empire, long divided, must unite. A great dynasty burns, and tyrants rule over the ashes. As the light dims, shadows grow ever darker. Ambition corrupts the future, and harmony shatters in the flames of turmoil. Yet from the cinders, the powerful and righteous emerge. Long united, must divide, and destiny be shaped by its champions. Jo, so wie man es von Creative Assembly gewöhnt ist, ein ziemlich geiler Trailer und hier sehen wir auch schon die erste Information, die wichtig ist. Das Spiel ist bereits für den Herbst 2018 angekündigt, also dieses Jahr noch. Sehr interessant, bald ist es soweit. Zur zeitlichen Einordnung, das Ganze wird im 3. Jahrhundert nach Christus spielen. Wie gesagt, in China und zu der Zeit, als die Han-Dynastie so ein bisschen im Niedergang war und daher auch gleich die Überleitung zu den drei Fraktionen, die es in dem Spiel wahrscheinlich geben wird, nämlich Wei, Wu und Shu Han. Das sind die drei Fraktionen, die sich damals um den Herrscherthron gestritten haben. Hat dann in einen Krieg resultiert und wir werden wahrscheinlich diese drei Fraktionen zur Auswahl haben. Was man jetzt in dem Trailer auch gesehen hat, ist ziemlich viele Helden. Also ich nehme mal an, das ist jetzt allerdings nur eine Vermutung von mir. Alles, was jetzt kommt, ist im Grunde genommen noch Spekulation von mir. Ich nehme mal an, es wird in Three Kingdoms auch wie in Warhammer Helden als einzelne Einheit geben. Was diesbezüglich noch auffällt, ist, Creative Assembly erwähnt relativ häufig die Geschichte des Spiels. Also ich nehme mal an, dass die Story eine ziemlich wichtige Rolle spielen wird. Vielleicht sogar, jetzt allerdings nur eine ziemlich krasse Spekulation, dass es eine dynamische Story gibt vielleicht, eventuell, also anscheinend ist die Story sehr wichtig, taucht immer wieder auf. Und vielleicht in Kombination mit den Helden wird es vielleicht dann eventuell so eine Art dynamische Story geben, die dann eben vielleicht durch andere Story-Sequenzen oder Videosequenzen erzählt wird, je nachdem, was eben auf der Kampagnenkarte passiert, also keine Ahnung, aber könnte ich mir vielleicht vorstellen. Helden werden eine wichtige Rolle spielen und wir haben ja in dem Trailer jetzt auch noch jede Menge andere Dinge gesehen. Inwieweit man da jetzt allerdings aufs Gameplay schließen kann, könnte ich natürlich jetzt schon noch weiter spekulieren, möchte ich aber nicht, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass man ja vielleicht nicht so wirklich jetzt extrem viel noch rauslesen konnte. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt schon mal zusammentragen konnte. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Mal gucken, was sich sonst noch so rausstellt. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten.
Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr auch gerne mal abonnieren. Ansonsten sage ich, haut rein und ciao.